Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Ich habe leider seit dem letzten Part nichts anderes gemacht. Ich habe einfach direkt. Ich spiele direkt weiter. So, das wollte ich eigentlich sagen. Hier, ich hab's heute wieder mit den Wörtern. Habt ihr im letzten Part schon gemerkt? Also, es ist keine Zeit vergangen. Ich habe einfach nur die Aufnahme beendet und eine neue gestartet. Und alles ist gut. Verdammt. Also, irgendwas muss hier doch noch sein. Oder nicht? Ich meine, entweder hier oder da links, aber. Ich weiß nicht wo. Das ist voll doof. Ist voll doof, ey, Mann, ey. Blöd, ey. Hm, nom, nom. Da oben ist so ein Ding, da komme ich aber nicht dran. Und da komme ich auch nicht dran. Und, nee. Was muss ich denn machen, Leute? Was muss ich machen? Sagt mir das mal. Komm, das geht schneller. Ich möchte hoch. Aufzug einmal nach oben, bitte. Danke. Nee, da komme ich ja nicht. Da komme ich ja nicht. Nein, jetzt bin ich wieder hier. Das wollte ich auch nicht. Da hänge ich auch fest. Ja, wo muss ich denn dann... Nee, da wollte ich auch nicht hin. Wo muss ich denn dann hin hier, ey? Ich bin gerade echt verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Nee, da ging es auch nicht lang. Okay. Ich probiere jetzt einfach alles mal aus hier. Und sonst... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Runter geht's. Doch, runter geht's tatsächlich. Dann rechts und hoch. Und dann komme ich hier hin. Das bringt mir aber nichts. Da war ich schon. Ey, geh doch mal da rein. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich werdet ihr das jetzt noch oft hören, dass ich keine Ahnung habe, was ich tun soll. Aber da kann ich es auch nicht erinnern. Ey, Moment, da war noch ein... Aha. Da war doch noch ein wirbelndes Ding, das ich rein könnte. Das muss ich direkt mal ausprobieren. So, runter, rechts, hoch, rechts und dann rechts halten. Nein! Nicht bewegen, einfach reinfallen lassen. Ich frage mich, wo das dann hinführt, weil nach links dürfte ja nichts sein. Da war ich ja schon. Nach rechts eigentlich auch nicht. Komme ich damit vielleicht nach... Nee. Was bringt mir das denn? Was bringt mir das jetzt? Nee. Nee, nee. Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Was bringt mir das jetzt? Das ist doch... Da ist nichts, nö. Weiter unten führt... Nee. Hä? Hä? Ich glaube, so nenne ich den Part. Hä? Ich bin verwirrt. So, Moment. Da rein, dann nach oben. Aha, hallo. Aber da ist auch nichts weiter. Das bringt mir ja nichts, nee. Nein, geht da... Oh, das war knapp. Moment, direkt hier drunter war das doch, ne? Jawohl. Nein. Moment, hier geht's hin. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nee. Ach ja, da war ich schon mal. Nom, nom, nom. Ja, der Kommentar ist jetzt natürlich auch ziemlich gut hier. Also, tut mir leid, aber kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Nee, das ist auch nichts. Nee. Also, dann können wir hier nichts mehr machen. Dann gehe ich nochmal zurück. Moment, das muss doch... Da muss doch da irgendwas sein, oder nicht? Bin ich jetzt total blöd hier. Vor allem habe ich kein Leben. Wieso habe ich kein Leben mehr? Ah, ist doch doof. Ich brauche Lebensenergie. Aua. Trinke ich direkt mal so ein Tränkchen hier. Komm mal her. So ein mittlerer. Haben wir jetzt genug? Ich habe ja mein ganzes Geld hier rausgeworfen. Wobei wir können uns schon wieder einen neuen leisten. Cool. So. Das heilt ganze 6 Herzen. Ne, 5 Herzen. Ne, 6. Ne, doch 6. 6 Herzen. Das ist schon mal ordentlich hier. Wahrscheinlich hält das sogar noch mehr. Das kann ich bloß nicht sehen, weil ich nicht so viele Herzen habe. Wie viel hält denn dann der große Heiltrank? Das muss doch unglaublich sein. In welchen Sinn hat dieser Eisblock? Ich bin Mario. Der Eisblock hat gar keinen Sinn, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich gucke mir jetzt nochmal links das an. Also da diese zwei... Dinger, die runtergehen. Die zwei Eiskorridore. Ups. Also, war sowieso richtig, okay. Wo will ich denn hin? Hey, ich hab's geschafft, hier hinzukommen. Leben! Leben, da hinten ist noch so ein Ding. Da komme ich aber nicht rein. Sonst sterbe ich. Schade, die Leben respawnen nicht. Hm, genau hier wollte ich ja hin. Jetzt geht da. Nein! Du sollst da. Moment, Moment, warte. Kann ich da. Ich möchte da rein. Da unten möchte ich rein. Aber wie schaffe ich das?
Nein, so schaffe ich es nicht. Verdammt. Wie komme ich denn weiter? Ich bin irgendwie ratlos. Vor allem, ich habe mich nicht mal verlaufen. Ich finde einfach nicht den Weg. Das ist ja viel schlimmer. Wenn ich mich verlaufen hätte, dann könnte ich ja wenigstens alles erforschen und gucken. Und hast du nicht gesehen, aber... Moment, geht's da rechts? Nee, da rechts geht nicht weiter. Nö. Hier traue ich mich nicht rechts zu gehen, dann falle ich bestimmt in die Stacheln. So, wenn ich jetzt springe... Aha. Nee, das bringt mir nichts. Das hat mir nichts gebracht. Jetzt komme ich nur wieder hier hin. Toll. Toll. Echt. Toll. Ich freue mich. Es hat jetzt so viel gebracht. Hier rechts war doch nur ein Schlüssel, ne? Da war doch nichts weiter. Da ging es hier hoch und dann war da der Schlüssel da mit dem schönen Puzzle und dann... Dann war es das, oder nicht? Ich gehe einfach nochmal gucken, wenn... Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, außer zu erforschen. Sonst kann ich ja eben nicht die weiteren Schlüssel finden. Oder es gibt irgendeine Stelle, bei der ich mich total dämlich anstelle. Hier ist auch kein Geheimgang. Ja, was? Hä? Da ist das ominöse Hä wieder. Da ist auch nix. Ja. Da ist auch kein Geheimgang. Num, num. Wisst ihr was? Bestimmt ist da, wo ich jetzt runter muss, wo ich den Morbsquid gefunden habe, ist da noch irgendwas. Wo ich dann gedacht habe, nee, da gehe ich nicht hin. Das ist mir zu blöd. So, komm. Geh mal dahin. Das war, glaube ich, hier. Genau, hier war das. Jetzt gehe ich einfach nochmal runter und guck mir an, ob da irgendwas ist. Bestimmt ist da irgendwas. Ein Schlüssel oder so. Oder ein Schlüssel, der alle Türen öffnet. Das wäre auch mal was. So. Da gehe ich nicht hoch. Nö, geht's wieder nur da hoch. Nö. Ja. Toll. Tolle Wurst. Was hat mir das jetzt gebracht? Nix. Aua, nein, nicht ins Wasser fallen. Da stirbst du. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, hier irgendwie was zu machen, ne? Da ging's, da waren die Türen, ne? Ja, genau, da oben war eine andere Tür, da kam ich nicht weiter. Und ansonsten ist ja... Aua? Aua? Aua, was sollte das jetzt, Chantae, bitte? Da hab ich dich nicht drum gebeten. Blöde Kuh, ey. Ja, komm mal, mach mal hier. Du hast die ganzen 2 Leben einfach so verloren. Was soll denn der Mist? Das ist doch scheiße, ey. So, da ist... Ja, das bringt mir ja nichts, da reinzugehen, ne? Nee. Hier ist auch nichts. Also ich kann jetzt erstmal nicht wieder hoch, weil da sind die Stacheln. Hier unten war ein Schloss. Vielleicht hätte ich das erst aufmachen sollen, anstatt das da oben. Jetzt habe ich das Spiel verbuggt. Jetzt komme ich nicht mehr weiter wahrscheinlich. So ein Mist hier. Oder war da... Moment, war da oben noch eine Tür? Ich muss das mal eben überprüfen. Ob da noch irgendwas ist außer Stacheln. Wahrscheinlich... Doch, da ist ja noch eine Tür. Aha! Aha! Und hier ist auch der Schlüssel. Ja gut. Das war jetzt ziemlich dämlich von mir. Aber das seid ihr vielleicht schon gewöhnt. Danke für den Schlüssel. You found a key. Diesen gehe ich aber direkt mal unten lang, weil oben muss ich jetzt erstmal wieder komplett rumlaufen. Da habe ich keine Lust drauf. Hallo, nimm ihn mit. Dankeschön. So, gucken wir mal. Ich finde es immer noch zu geil, wie der rennt. Hallo? So, Lebensenergie. Lebensenergie. Schön. So, Tür zu. Nicht gut. Kein Geheimgang. Moment. Da ist doch bestimmt irgendwas. Da komme ich gar nicht hin. Da komme ich nicht hin. Was soll denn Mist? Geh da hoch. Ach, dann machen wir es halt gleich. Ist hier ein Geheimgang? Nö. Da ist auch nicht. Moment, hier ist ein Geheimgang. Da brauche ich die Affenform, sonst komme ich da nicht durch. Außer mit Chantae zu kriechen, aber das dauert mir viel zu lange. Da tanze ich lieber eine Runde. Und, hallo? Ist auch besser für die Gesundheit, weil sportliche Betätigung hier. Hallo, tanzt du mal bitte für mich? Dankeschön. Irgendwie will das nicht so richtig reagieren hier in den Tempel. So, da geht's hoch. So. Okay, dann nehmen wir wieder den Piraten, der kann auch direkt mit angreifen. Und hoffentlich kriege ich diesmal wieder irgendwas Nettes. Ich sagte irgendwas Nettes, nicht so ein komisches Ding. Ja, komm. Aua. Stirb. Genau, jetzt habe ich dich eingekreist. Wunderbar, okay.
Das war eigentlich jetzt irgendwie sinnlos, oder? Dass sie das da so eingesperrt haben. Was bringt mir das? Das hat doch nur Zeit gekostet. Oh Gott, Stachel. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ich bin in der Hölle gelandet. Verdammt. Das erinnert mich alles wieder an Cave Story hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, wie groß ist denn das hier? Ich habe Angst, in Stacheln reinzuspringen. Ich gehe nur ganz vorsichtig hoch. Okay. Da ist das. Na gut, dann muss ich wahrscheinlich da unten... Ich bin so blöd. Ey, das glaubt ihr gar nicht. So, jetzt geh mal hoch. Da ist nix. Da ist das. Ah, das läuft doch gut, ne? Da rechts wär's gewesen, toll. Warum bin ich hochgegangen? Oh, die Musik. Hier kriege ich bestimmt was. Ja, hi, wie geht's dir? Thank you for freeing me. Once I was the guardian of this labyrinth, but a terrible creature imprisoned me here. For your kindness, I will teach you a magical dance you can use to foil evil. Watch closely. Okay. Der geht aber ziemlich lang, der Tanz. Oder auch nicht. Unten B. Jawohl, unsere letzte Verwandlung. Ja, you can review the dance, bla bla, wissen wir schon. Ich unterbreche dich einfach mal, indem ich ins Menü gehe. You can review the dance moves on your subscreen, practice hard and have never forget them. So, dann haben wir jetzt das letzte Gegenstück zur Spinne. Unten A, weil die Spinne ist unten B und wir sind eine Harpie. Oh ja, wir können fliegen. Wie geil ist das denn? Oh yeah, wir sind eine Harpie. Aber ich kann nicht angreifen damit, schade. Dafür brauche ich erst, wie gesagt, einen der Talismane, die ich gerne finden würde. Und die Harpie sieht echt mal geil aus, muss ich sagen. Also ich hab mir die nicht so hübsch vorgestellt. Hallo? Also nicht so cool. Irgendwie hab ich's heute mit dem Tanzen. So. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier alles finden können. An Geheimnissen und üblen Machenschaften. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Aha! Ein Geheimnis. Oh Gott. Das war ja so klar. Das war ja sowas von klar, dass ich da jetzt in die Stacheln falle. Aber immerhin, wir haben jetzt die Harpie, die behalten wir uns jetzt bei. Und dann nutze ich die Chance, um mal eben zu speichern und in den Badesalon zu gehen. Und mir, ich glaube, ich kaufe mir auch noch so einen Heiltrank nochmal ein. Ich meine, wir haben ja wieder Geld. Ein großer halt sowieso mehr als zwei kleine. Ich kann mir, glaube ich, sowieso nur einen kleinen Hinkel leisten, weil die viel teurer sind. Mir fehlen irgendwie noch 3 Edelsteine. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg nach oben. Das dürfte jetzt hoffentlich dank der Harpie nicht so lange dauern. Und mit der Harpie können wir sicher jetzt auch einige Sachen noch finden. Wir müssen jetzt wahrscheinlich sowieso wieder in die Haupthalle zurück. Also ist das jetzt gar nicht mal so schlimm, dass wir gestorben sind. Ist halt nur nervig, dass wir wieder da hoch müssen. Wir können jetzt auch außerhalb des Tempels speichern. Ja, wir müssen nicht wieder hier unten speichern, weil wir können ja diesmal wieder hochfliegen. Das war ja unser Problem erstmal so, weil eins. Genau, und das andere kostet 55, hätte ich mir nur eins von leisten können. Aber das ist ja sinnlos. Ich meine, der mittlere ist für unsere Verhältnisse perfekt geeignet. So, wo geht's denn raus? Hier geht's raus. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal direkt auf den Berg hochfliegen. Ich verwandle mich mal eben. So, ja, hier draußen klappt das besser als im Tempel. Und dann wollen wir mal... Oh ja, los geht's. Wo komme ich denn hier hoch? Bestimmt, da sind da... Oh, Teufelchen. Ich glaub's nicht hier. Ey, was soll das denn? Mann! Ich bin zu... Komm, Shanta E. Geh da hoch. Los. Tu es. Oder ich nenne es die... Nicht, ich nenne den Part nicht Hä, sondern ich nenne den Part die Rache der Stacheln. Oder irgendwie eine Mischung aus beidem. Hä? Die Rache der Stacheln. So. So, jetzt aber wieder Harpie hier. Ich möchte nicht hochfliegen, ich möchte nicht hochklettern. Hochklettern ist so Mainstream. So. Ich bin lieber ein Hipster. Ich fliege lieber. Oh ja. Ah, los, komm hier. Moment, hier oben gibt's halt bestimmt. Ich guck nochmal eben, ob wir hier nicht irgendwas Schönes finden. Außer Teufelchen. Da muss doch irgendwas sein, bestimmt. Komm. Oh, es sind immer mehr Teufelchen hier. Toll, ich bin außerhalb der Karte. Das bringt mir jetzt nichts. Ups,
Ah, da sind ja überall Gegner. Wie gemein. Nein, ich wollte noch nicht dahin. Ich wollte erst noch gucken. Da ist doch bestimmt irgendwas. Flieg zurück. Flieg zurück. Ey, ich mag die Harpie. Die ist ziemlich cool. Wie die sogar rennen kann. Und habe ich keinen Schaden von dem bekommen? Was soll das denn? Also ich meine, ich finde das gut, aber... Aua. Geh da runter. Ja, das Problem bei der Harpie ist nur, dass die ein bisschen langsam anlaufen muss erstmal. Aber ansonsten ist sie ganz cool. Vor allem, weil die dann später auch schnell rennen kann. Ne, hier ist auch nichts mehr, ne? Ne, geh zurück. Oh. Ich flatter mir hier einen ab. So. Gehen wir mal hier hoch, dann ist man sowieso lang. Und dann... Ah, hier hoch. Wunderbar, ich muss nicht mehr klettern oder so. Irgendwie nehme ich keinen Schaden von den Vögeln, was auch ziemlich cool ist. Liegt das daran, dass ich eine Harpie bin, oder mögen die mich einfach auf einmal? Ich bezweifle es ja eher. Moment, hier oben ist vielleicht noch irgendwo... Was? Ich muss aufpassen. Oh, was seid ihr denn für Viecher? Und über Eiszapfen, was soll das denn? Das ist doch unfair hier. Guck mal her. Oh. Oh, ich muss aufpassen. Ich muss richtig aufpassen. Aber die Kontrolle der Harpie ist erstaunlich gut. Also, oh. Also man kann gut eine Höhe halten. Das meinte ich damit. Wie hoch geht das denn hier? Wie hoch geht das denn hier? Wow. Moment, ich muss echt vorsichtig sein. Ich meine, das seht ihr ja auch. Hier sind überall Stachel. Oh Gott, da unten sind auch Stacheln. Aha. Nicht zu schnell fallen. Moment, was waren das da für Stacheln? So, hier ist der Tempel, okay. Toll. Toll. Vor allem, warum ist es hier helllichter Tag, wenn wir in einer Höhle sind? Oh, hier ist was. Ein Herzcontainer. Jawohl, hat sich das schon gelohnt, für den Herzcontainer hier hinzukommen. Dann möchte ich auch nochmal eben speichern. Ich muss nur aufpassen. Und direkt noch ein Glühwürmchen dabei. Ja, toll. Wobei, ich glaube, das hatte ich schon mal vorher eingesammelt in einem vorherigen Part, da wo ich hier runtergefallen bin. Und weil ich dann eben später noch nicht hier hingekommen bin, habe ich das nicht wieder eingesammelt. Ja, also ist eigentlich ein altes Glühwürmchen. Ja, natürlich möchten wir speichern. Dankeschön. Und dann können wir jetzt wieder hier hoch. Das ist so toll. Ah, schön. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich richtig gut an hier. Ja. Flap, 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 flap. Aua, nein. Ach, die kann immer noch rutschen. Was soll das denn? Muss ich aufpassen. Aber ich fand den Gesichtsausdruck der Harpie cool, als sie gerutscht ist. Das werde ich jetzt aber nicht nochmal demonstrieren, weil ich möchte in den Tempel rein. Und sie wird sich wieder zurückverwandeln, oder? Jawohl. Ich verstehe nicht, warum. Naja. So und so und... Warum machst du nichts hinter E? So und so. Jawohl. Die Harpie kommt erst gleich zum Einsatz. Dann können wir jetzt in der Haupthalle auch da oben durch das Loch... Wo ich vorher nicht rein kann. Jawohl. Ey. Komm zurück. Komm zu Papa. Bleibst du wohl hier? Hallo? Bleibst du wohl hier? Du hast wohl Angst vor mir, was? Jawohl. Zu Recht. Ich bin der Master of Disaster. Komm her. Nerz. Oh ja, das kann ich gut gebrauchen. Doch, ja. Jetzt noch ein paar Leben. Aua. Ein paar Leben und dann wäre hier alles wunderbar. Aber wobei, ein bisschen Lebensenergie ist ja auch in Ordnung. Ich möchte erst da hoch, bitte. Denn da gibt es noch mindestens Edelsteine. Mit ein bisschen Glück, Lebensenergie. So, und jetzt wollen wir mal hier gucken, was sich dort oben befindet. Bestimmt einfach nur noch ein Schlüssel. Mit dem wir dann hier weiterkommen, weil wir brauchen ja noch einen. Da wäre ja noch so ein gewisses Schlüsselloch. So ein gewisses Tor. Hä? Sag mir nicht, dass das hier einfach nur... Toll. Das bringt jetzt voll. Jetzt habe ich noch einen Warp-Squid. 6 Stück schon. Habe ich... Ich habe alle 5 Warp-Squids in diesem Dungeon gefunden. Wie cool ist das denn? Es gibt sonst keine mehr hier. Und jetzt bin ich doch garantiert wieder da, wo ich den ersten Schlüssel gefunden habe, oder? Ja. Doch, das heißt, ich muss nach links und wieder drunter. Na toll, das hat mir jetzt irgendwie nichts gebracht hier, aber... Verdammt! Immer diese komischen Falltüren. Das ist doch... Ich hasse Fallen. Hasse euch! Stirb! 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 Hey, das war einfach. Das ging schnell. Cool. Ich bin gut. Ich meistere dieses Spiel. Ich möchte da oben die Vase haben, bitte. Weil die Vasen. So. 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 Oh, schon besiegt. Wunderbar. Es geht ja richtig ab hier.
Ich bin richtig gut auf einmal. Ich weiß nicht warum, aber ich find's schön. So, dann gehen wir mal hier hin und gucken mal, ob wir hier noch irgendwas mit der Harpie tun können. Erstmal wieder hier Shantae werden und dann fliegen wir. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Auch wenn wir hier drin keine Wolken haben. Aber das macht ja nichts. Das ist eine Metapher dafür, für die Freiheit des Fliegens. Und weil wir einfach so toll sind. Ich glaube, hier oben ging es nur zu... Nee, da ging es nur zurück zum Eingang. Das bringt mir jetzt nichts. Stattdessen gucken wir uns doch mal an, was wir hier so finden können. Ja, euch Kugeln kann ich jetzt wunderbar ausweichen. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, was ich für tolle Sachen kann. Ja, ich bin so toll. Und dann kann ich mir noch Leben holen hier. Die müssten jetzt wieder da sein, nachdem ich Game Over hatte. Jawohl. So, erstmal das hier oben. Denn an das da unten komme ich ja besser dran. So. Ein Leben. Und ja, das zweite Leben. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So muss das sein. So muss das sein, Leute. Jetzt habe ich aber trotzdem keine Ahnung, wo ich lang muss. Leider, leider. Aber wir finden schon einen Weg. Ich werde mich hier noch ein bisschen umschauen und dann gucken wir mal. Irgendwo muss es ja weitergehen. Ich gehe erstmal hier rein. Das klappt sogar. Cool. Jetzt sind wir hier. Ach, nö. Muss ich mich wieder zurückverwandeln. Also, so langsam wünschte ich mir, dass das Verwandeln schneller ginge. Das ist so der einzige Kritikpunkt. Aber ansonsten, das Spiel, je weiter ich komme, desto mehr Spaß macht mir das Spiel, muss ich sagen. Das ist ein tolles Spiel. Also, ich bin wirklich begeistert. Ich habe zwar gelesen, dass es toll sein soll, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so viel Spaß macht. Ehrlich, also, falls ihr irgendwo mal auf dem Flohmarkt oder so dieses Spiel finden könnt, dann kauft es euch. Ich denke mal, das wird jetzt nicht so teuer sein, wenn das irgendwo findet, auf so einem kleinen Stand. Deswegen, oder ladet euch für den, falls ihr den Nintendo DSi oder 3DS habt, ladet euch den Nachfolger runter. Den gibt es ja im DSi-Shop. Shantae Risky's Revenge heißt der. Ist halt das gleiche Spielprinzip, bloß mit besserer Grafik. Und sicher noch einigen coolen anderen Features, um die halt das modernere System nutzen. Und ich denke mal, ich werde mir das auch holen. Also, da habe ich echt Lust drauf. Würde ich auch aufnehmen. Also, ich würde ja dazu auch noch eine Display machen, aber das, wie gesagt, das geht ja leider nicht. Weil hier oben ging es noch nicht weiter, ne? Ich gucke jetzt einfach nochmal, ob ich da irgendwas habe, wo ich mit der Harpie hier dran kann. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ne, hier ist nichts mehr. Kannst du dich mit einer Feder hier das Schloss knacken, Shantae? Sag mal. Nee? Schade. Aber, wow, nicht ins Wasser fallen. Das ist auch für dich tödlich, Harpie. Ich finde auch das Haar von der cool. Das sieht aus, als wäre das irgendwie Feuer. Als würde das brennen. Zumindest beim Laufen. Ah. Hier, guckt euch das mal an. Das ist... Nein! Nein, nein! Stacheln! Verdammte Stacheln. Die sind meine Erzfeinde. Meine Erzrivalen. Meine Todfeinde hier. Und jetzt gehe ich nochmal in den Raum, wo wir unten rein mussten. Moment, ich muss mal eben den Tanz machen, so. Wo wir unten rein mussten, um die Eisstatue zu zerstören, ging es ja oben noch rein. Und in zwei Löcher konnte ich nicht hin. Da werde ich mir jetzt mal mit der Harpie angucken, ob ich da nicht irgendwie hinkomme, ob ich da nicht was machen kann. Hier nämlich. Wäre doch gelacht. Komm, geh da hoch, geh da hoch. Nö. Oh nö, was soll denn der Mist? Geh mal hier hoch. Auch nix. Das ist doch schade. Also. Nee. Harpie does not approve. Dann halt wieder hier die Affenform und den komischen Eisblock kaputt machen und gucken, wo es weitergeht und Also auf jeden Fall ist das hier ein ziemlich cooler Dungeon dafür, dass es der letzte ist, meine ich. Also er ist nicht so offensichtlich, dass man sich so denkt, ja, jetzt muss ich da lang und da muss ich das machen und das muss ich da machen, sondern es ist halt so eine kleine Herausforderung, das gefällt mir. Ich meine, der Bossgegner wird wahrscheinlich wieder lahm sein, wie alle Bossgegner bisher, aber das macht ja nichts. Der Dungeon entschädigt dafür. Oh nö, komm. Kann ich dich jetzt nicht mehr angreifen von hier aus? Moment. Doch, kann ich. Ich habe ja Items. Ja, mach doch so. Jetzt komm mal her. Friss das. Oh, unfair. Verteidigen gilt nicht. Nicht bei mir. So. Oh, da geht's. Wo kommen wir jetzt raus? Ach nee, hier. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Das ist ja das Problem. Ich kann hier zwar alles schön angucken und so. Aber ich weiß nie, ob hier noch irgendwas versteckt ist, wo ich irgendwo hin kann. Ich habe auch Angst, weil hier überall die Stacheln sind. Ich sterbe da bestimmt.
Ich guck mal hier. Oh, nicht in die Stacheln fallen. Nee, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee. Nee, hier ist nichts mehr. Da oben habe ich hier HP bekommen und dann gehe ich wieder zurück. Aber wo muss ich dann hin? Mysterium über Mysterium. Ich habe keine Ahnung. Nee, da oben brauche ich hier die HP. Ah, Pinguin. Verwandle dich, Shantae. Blöder Pinguin, ey. Ich habe einen viel cooleren Vogel als du. Ich bin eine Harpie. Ich kann zwar nicht angreifen. Noch nicht, aber das ist mir egal. So, ich muss jetzt einmal hier hoch. Und irgendwo muss es da noch weitergehen. Also das kann ja kein endloser Dungeon sein hier. Irgendwo gibt es doch bestimmt noch was. Nee, da war ich schon. Da ging nicht mehr weiter. Ehrlich? Ernsthaft? Blöde Kuh. Ah, nicht nochmal. Nicht mit mir. Nein. Was machen wir denn? Wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin, Leute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Der Kommentar leidet natürlich auch drunter. Das tut mir leid. Das ist jetzt nicht... Also ein toller Kommentar ist, was ich hier abliefere, aber ihr seht, das Spiel bietet mir gerade nicht so viel, was ich machen kann. Irgendwie, das ist doof. Ich will weiterkommen. So, da hoch ging es ja auch nicht weiter. Ich kann aber mal gucken. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich kann mal gucken, ob ich oben rechts noch irgendwas Interessantes finde mit der Harpie hier, weil man muss ja alle Möglichkeiten hier angucken. Vielleicht ist da ja noch was Interessantes. Man weiß es vorher nicht. Ich bezweifle es zwar eher, aber... Ne, hier wird nichts mehr sein. Da war ja nur der Schlüssel, ne? Oder? Ja, hier war nur der Schlüssel. Ha, das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr doof. Ach, ich habe keine Lust, mich zu verwandeln und die Phasen einzusammeln. Das bringt ja sowieso nichts. Das bringt doch sowieso nichts. Oder habe ich sonst noch irgendwelche Fähigkeiten? Moment, das muss ich mal ausprobieren. Ich kann fliegen, kann ich auch... Nö. Nö, sonst kann ich nichts machen. Ich kann fliegen und schnell laufen. Aber ich kann zum Beispiel nichts mit den Monstergesichtern da machen oder so. Schade. Oh, Vorsicht. Da unten sind Stacheln. Oh, nee, doch nicht. Die waren... Doch, da unten waren Stacheln. Ich hab's bloß jetzt mit einem anderen Ort verwechselt. Nein, nicht dafür. Nein, falsche Verwandlung. Ich möchte die Harpie sein. It's good to be a harpy. So, komm her. Ich möchte den Dungeon jetzt schaffen. Das dürfte doch nicht mehr so weit sein, oder? Dann müsste doch bald fertig sein. Moment. Vorsichtig. Ganz in aller Ruhe. Mach das ganz in aller Ruhe. So. Da oben war auch nichts mehr, ne? Ich geh jetzt einfach nochmal gucken. Man weiß ja nie so recht. Da ist nichts. Nein. Da ist auch nichts. Nö. Schade. Hätte ja sein können. Wo gehe ich denn jetzt hin? Aua. Guck ich mir jetzt einfach nochmal die Haupthalle an und dann gehe ich da rechts lang. Also rechts oben in der Haupthalle, da war ja noch ein Gang. Ich weiß nicht mehr, was genau da war. Ist jetzt schon zwei Parts her, ein Part her. Wie auch immer. Zu lange für mein tolles Kurzzeitgedächtnis. Dann schauen wir uns das einfach mal an. So. Ist hier oben noch irgendwas? Nö, ne? Nee. Ah, nicht in die Stacheln. Du wagst es nicht. So, hier war... Der Krug, da war irgendwas Tolles drin. Ich weiß aber nicht mehr was. Und da oben jetzt... Da oben war ich auch schon, ne? Ja. Da unten war doch ein Leben noch drin, oder? Irre ich mich da jetzt? Nein, nicht schon wieder so ein Ding. Geht mir auf die Nerven. Ihr geht mir auf die Nerven, ihr Eisblöcke. So. Und ab geht die Post. Bam. So ein Steingolem wieder. Lass mir in Ruhe. Stirb einfach, bitte. Wenn du es friedlich machst, dann gebe ich dir auch einen schnellen und schmerzhaften Tod. Schmerzlosen meine ich natürlich. Nee, hier war auch nichts mehr. Mysterium über Mysterium. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss.
Ich hab keine Ahnung. Ich möchte das haben, was auch immer da drin ist. Aber ein Leben, Tatsache. Da ist doch... Ist da nicht irgendwas Interessantes? Das muss ich auch nochmal ausprobieren. Affen da rein und dann gucken wir mal. Nö. Ja, was soll das denn? Tja, ich bin ratlos. Hätte ich einen Schlüssel, käme ich weiter. Aber ich habe keinen Schlüssel. Und deswegen weiß ich auch nicht, wo ich weiter muss. Hätte ich vielleicht doch das obere Tor nehmen sollen, statt mir erstmal die HP zu holen. Man weiß es nicht. Das ist halt das Mysterium hier. Das kriege ich nochmal hier oben. Das ist hier doch noch irgendwas. Da war der Eingang zum Warp Squid. Und hier ist doch sonst nichts mehr. Oder? Nee. Ja, bin ich denn blöd? Bin ich irgendwie blöd, dass ich nicht sehe, wo ich lang muss? Ich gehe jetzt einfach mal oben rechts gucken. Vielleicht ist da ja doch noch irgendwas. Und wenn das nichts bringt, dann beende ich den Part. Ah, hier geht's hoch. Ah, ja. Dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Na gut, dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Hoffentlich nicht schon der Boss. Denn ich möchte ja schon noch die verschlossene Tür aufmachen. Ach, war ja klar. Warum habe ich das jetzt irgendwie erwartet, dass hier so ein Ding kommt, hä? Ich kann hell sehen. Ja. Aber nur manchmal, nur dienstags. Und freitags kann ich fliegen. Stirb. Stirb doch. Nein, blöder Golem hier, stirb. Ich möchte mich auch in Golem verwandeln können. Das hat bestimmt auch seine Vorteile. Man kann damit bestimmt auch coole Sachen machen. Wahrscheinlich die ähnlichen Sachen wie mit dem Elefant und dann noch Steine werfen, das hätte was. Ja. Aber nun gut. Ich meine, ich habe dafür den Elefanten. Ich will ja nicht zu sehr meckern. Okay, wir kriegen einen Schlüssel. Was für ein Ärger. Was ist alles für ein Schlüssel? Wie sieht das aus? Moment, das ist unten. Okay. Bist du? Genau. Das mit einmal komplett rumdrehen. Das untere hätte ich jetzt nicht drehen sollen. Was ist denn das? Sieht aus fast so aus wie ein Octorok. Naja, fast. Ich habe einen Schlüssel gefunden und das macht mich voll begeistert. Yay. Ich bin total begeistert. Ich guck gerade genauso begeistert wie der Pirat. Yay. Das ist so toll. Ich bin so froh. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach ein paar 10 Minuten länger oder so. Ich möchte nämlich den Dungeon jetzt noch beenden. Und das wäre doch gelacht, wenn ich das jetzt, innerhalb der nächsten 10 Minuten nicht mehr schaffe. Und dann gucken wir mal. Kicken wir mal, ne? So, Harpy bitte. Damit laufe ich hier am liebsten rum. Denn bei großen, hohen Räumen soll das ja helfen, rumfliegen zu können. Also, wenn man in anderen Spielen auch rumfliegen könnte. In vielen anderen würde das schon sehr helfen. Ich meine, wenn ich mir vorstellen würde, dass ich in RBA 2 einfach mal so rumfliegen könnte. Ja, das wäre schon cool. Das wäre schon cool, ja. Aber na gut, da haben wir natürlich andere Möglichkeiten, was auch schön ist. Oder der Blick ist einfach schön. Oder in Pink Panther, und die Zauberformel, das schwarze Loch, das wäre natürlich auch praktisch. Ich weiß nicht, was ich lieber hätte. So ein schwarzes Loch oder die Möglichkeit zu fliegen. Das ist echt eine schwere Entscheidung. Also es wäre beide. Beides hätte seine ziemlichen Vorteile. Ich glaube, ich würde aber das schwarze Loch nehmen, einfach weil das praktischer ist. Damit bin ich einfach schneller und hat mehr Anwendungsbezug. Wobei, wahrscheinlich wäre das nicht gut für meine Gesundheit, weil ich dann mich überhaupt nicht mehr bewegen würde, sondern einfach nur, ach, da musst du hin, schwarzes Loch. Ach, da musst du hin, schwarzes Loch. Also mit Fliegen, dann würde ich ja wenigstens noch richtig Bewegung kriegen. Ja. Habt ihr das mal von dieser Sichtweise aus betrachtet? Ich glaube nicht. Naja. Aber da ich sowieso weder fliegen kann, zumindest nicht aus eigener Kraft, noch ein schwarzes Loch irgendwann mal besitzen werde, mit dem ich mich teleportieren kann, ist das sowieso egal. So, jetzt müssen wir endlich da hoch. Ich möchte den Boss dieses Labyrinths besiegen. Ey. Und ich möchte es schnell tun. Ich möchte es jetzt schaffen. Los. Vasen, die möchte ich natürlich direkt kaputt machen. Denn wenn ich Vasen sehe... Oh, Lebensenergie. Das sieht schon mal... Ja, das sieht nach einem Boss aus. Aber warum habe ich dann die HP schon bekommen? Also warum... Ich hätte einfach die HP überspringen können und hier reinkommen, oder? This looks like
Ah, das sieht aus, als wie der Ort, wo ich hin muss. Und da ist kein Wunder, da ist der Stein. Da ist der Twinkelstein. Aber kein Zeichen von Risky Boots. Hat sie doch aufgegeben? Nein, die wird doch bestimmt gleich wieder kommen, wie immer. Hat sie aufgegeben, nachdem sie die ersten 3 Steine verloren hat? Natürlich nicht. Was erwartest du, Shantae? Oh, ein... Hallo, Drache. Hallo, weiter den Drache. Oh, oh. Keine Zeit für Fragen. Ich möchte mich bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. So, los geht's. Boss-Time. Wie besiege ich dich jetzt am besten? Aua. Nein, nicht aua, aber... Komm her. Komm her. Ich wollte eigentlich gar keinen Feuerball aktivieren, aber ich kann ihn gar nicht damit schaden. Ah, ist natürlich ein Boss. Hm? Aua, aua. Ich glaube, ich nehme einen Piraten. Wenn ich mich denn schnell genug verwandeln kann. Denn dann kann ich da hochklettern. Und ich kann angreifen, was nur von Vorteil sein kann. Bei diesem fliegenden Gegner. Ich möchte auch mal gucken, was da oben ist. Vielleicht... Aua. Okay. Da brauche ich dann doch die Harpie für. Ist da oben irgendwas Interessantes? Nö. Ja, komm her, komm her. Komm her. Kann ich den gar nicht verletzen? Was soll das denn? Moment. Das ist mir jetzt... Ich gehe mal eben mit der Harpie da hoch, einfach um zu gucken, ob da irgendwas ist. Da kann ja nicht schaden, ne? Und ansonsten, sollte das der erste Haushauer eine Bossfight sein? Ich glaube nicht. Zweifle ich eigentlich was. Ich springe auf den Kopf. Das geht sogar. Das geht sogar. Was ist das denn? Ich kann einfach auf dem landen und dann mache ich Schaden. Wie cool ist das denn so? Nein! Du... Oh. Komm her. Du wirst wieder runtergeholt. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ja, interessant. Jetzt muss ich mal sogar eine richtige Strategie anwenden bei dem Boss. Wie cool ist das denn? Ja, komm her, komm her. Komm her, komm her. Aua. Ich mach dich fertig. Ich mach dich kaputt. So. Ich fahre dich zurück, bitte. Schnell. Und greif an. Jawohl. Und nochmal. Komm, einmal noch. Und nochmal. Schade. Okay. Jawohl. Läuft auch ganz gut. Ich denke mal, der Boss dürfte auch kein Problem darstellen. Den schaffe ich noch. Und wenn ich den Boss fertig habe, dann beende ich den Part. Da haben wir lang genug gespielt. Dann dürfte das ein 40-Minuten-Part sein. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn ich mal ab und zu sowas mache. So 30 bis 40 Minuten mache ich eigentlich gerne. Ich weiß nicht, was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich so lange Parts mache? Ich meine, viele Let's Player machen ja noch so 15-Minuten-Parts oder 10-Minuten-Parts, manche sogar. Aber ich weiß nicht, ich finde das eigentlich cool, wenn man dann so lange gucken kann. Und weil ich finde das auch, wenn ich dann nur irgendwie 15 Minuten aufnehme, dann komme ich nicht wirklich rein in das Spielgeschehen, außer ich mache wirklich so ein Nebenprojekt. Aber, ja, oder ich müsste es halt schneiden in 15-Minuten-Parts, aber das fände ich auch irgendwie doof, weil dann wird man auch, bin ich gerade mittendrin und dann ist das Let's Play auch einmal zu Ende und ihr müsst bis auf den nächsten Tag warten, das ist doch auch irgendwie nicht so toll, oder? Was haltet ihr davon? Diejenigen, die meine Let's Play hier gucken, werden wahrscheinlich nicht so viele sein. Ich meine, der Großteil hat mich wegen LBA 2 abonniert. Aber vielleicht guckt es ja doch der ein oder andere. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal was zu schreiben würdet. Hallo? Stirb! So. Ah, das ständige Verwandeln nervt, aber ich bin froh, dass ich mal hier ein bisschen Strategie anwenden muss und nicht die ganze Zeit einfach nur stumpf auf den Gegner draufschlage. Sondern über den vorherigen Bossen. Aber der hält ziemlich viel aus, muss ich sagen. Wozu ist eigentlich der Twinkelstone nochmal gut? Also der eine, der bringt Luft, oder? Wir haben einmal den Unzerstörbaren, dann haben wir den Feuerstein und wir haben den Stein, der Wasser gibt. Dann müsste das doch jetzt hier... Nee, was bringt der denn? Oh, wie süß. Da rennt er. Komm her. Gib mir den Stein. Oh Gott, alles explodiert. Nein. Nein. Jawohl. Schöne Drehanimation. Wunderbar, wir haben alle 4 Steine, Leute. Jetzt müssen wir nur noch die Dampfmaschine zurückholen. Ah, hallo. Ich habe den Twinkel. Die ist doch bestimmt... Es ist Risky Boots, na toll. Hä? Nein, 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 meine Steine. Nein. Nein, das ist Risky Boots, nein. Ha. Das sollte dich... That ought to shut you up. Thanks for being a perfect little stooge. Now that you've collected all 4 stones for me, my Tinkerbats can complete... Genau, Tinkerbats, so heißen die Piraten und Shantae ist gefesselt. Was war das denn? Shall complete their steam-powered project. Stop by for the grand unveiling. It's sure to be smashed from coast to coast. Ah, sie kann jetzt endlich ihre Dampfmaschine damit
fertig machen. Boah, ja, ich bin der Hulk. Free, but now what will I do? Risk is all for stones. There must be some way to find her hideout and end this insanity once and for all. Mimic will know what to do. I'd better head back to Scuttletown. Ja, toll. Das war also Risky Boots. Sie hat uns alle unsere 4 Steine, die wir mühselig gesammelt haben, wieder geklaut. Und wir können jetzt sehen, was wir hier machen. Und sie hat gesagt, wir sollen mit Mimic reden in Scuttletown. Aber das werde ich mir für einen späteren Part aufheben. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, was ich da machen soll wegen den Sachen, die ich sammeln kann. Und ob die 30-40 Minuten Parts so okay sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!